Weiß ich noch nicht. Jedenfalls nicht genau. Rasse wählen. Kann man hier auch zufällig? Ich möchte jetzt eigentlich nicht hier ewig lang an so einem Tier rumdoktoren. Erwachsener, Oldie, Katze. Ja. Erwachsener kann es schon sein. Was haben wir hier noch? Och nee. Nee, so eingedrückte Nasen. Nee, mag ich irgendwie nicht. Ich hatte mal da eben schon. Nee, nee. Was gibt's denn hier noch? Rasse wählen. Was haben wir denn alles? Abessiner, Balinese, Birma. Ja, mehr, genau. Britisch Kurzhaar. Nee, der hat auch wieder so ein eingedrücktes Gesicht, ne? Nee, nee. Burma. Nee, die ist mir zu dünn. Also ich mag ja wirklich gern so. Ja, richtige Tiere. Also, ägyptische Mau. Ja, ist mir aber eigentlich auch schön von der Zeichnung, aber ist mir auch zu dünn. Havanna Braun? Nein. Ja, richtige Tiere, ne? Die dürfen es gern sein. Rote Katze finde ich schön, aber nicht dieses eingedrückte Gesicht. Himalayan? Maine Coon, oh, die finde ich so schön. Hier sieht die gar nicht so toll aus eigentlich. Was haben wir hier? Norwegische Waldkatze. Die ist schön. Hier, miau, miau. Oh, süß, ey. Die norwegische Waldkatze, die ist ganz hübsch. Perser. Ja, die haben auch wieder so ein eingequetschtes Gesicht. Ja, miau. Russisch Blau. Zu dünn. Scottish Fold. Oh Gott, guckt euch das an. Total kopierte Ohren. Also, das geht überhaupt nicht. Also, das geht gar nicht. Ragdoll. Oh, die ist aber auch schön. Die ist ja schick. Also, Ragdoll oder norwegische Dingsbums? Kurzer Tigerkatze. Siam, nee. Siamkatzen schielen immer. Sibirische Katze, die ist auch schick. Was haben wir hier noch? Singapura, Tonkinese, türkische Angora und eine schwarz-weiße. Okay, so. Ragdoll war es, ne? Die hat mir ja gut gefallen. Die Farbe ist auch so schön. Ragdoll oder die. Tja. Ihr Lieben, das ist jetzt die Frage. Ja, oh. Ach, scheiße, ey. Kann ich mich nicht entscheiden, wenn jetzt ewig hier an der Katze hängen. Das Gesicht ist mir hier so dünner. Mist aber auch. Ja, Drainy, jetzt wolltest du unbedingt eine Katze. Jetzt stehe ich hier und kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich will die. Ich glaube, ich will die. Was gibt es denn hier noch eigentlich? Alles Tier in Datei packen. Kompacken. Kollektionen fügen. Okay. So, was. Ach, Herr Jiminy. Ach du Scheiße, was können wir denn hier alles einstellen? Fellmuster-Template wählen, was ist das? Fell wählen. Ich glaube, das scheint mir gerade einfacher zu sein. Als wenn wir jetzt anfangen, hier alles selbstständig. Hat eine dreifarbige, auch schön. Ach Mann. Ich glaube, ich will die Farbe. Zeig mal her. Ach, schön, oder? Okay, dann lasst mal gucken. Was können wir denn hier jetzt alles machen? Körper und Gesicht ändern. Nee, ich glaube, das lassen wir gerade mal. Den Körper finde ich okay, aber den Kopf noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ja, der Kopf. Gucken, ganzes Gesicht. Ach, das ist so blöd, dass man das hier nicht richtig, dieses Ding davor hängt. So, die soll auf jeden Fall. Nee, das kann so bleiben, aber vielleicht ein bisschen breiter. Ich hätte gerne einen richtig dicken Bollerkopf.
zuziehen. Wow! Gottes Willen, ey. Kann ich dich nochmal irgendwie ganz sehen? Ach, ist ja doof. Was haben wir denn hier? Braun und Augen. Obwohl, ich finde die... Ach Gott, guck mal, wir können hier sogar einzeln... verschiedenfarbige Augen machen. Das ist die Frage, was haben wir denn hier alles? Grau? Ich mache erstmal beide Augen, ja? Danke. Blau, naja, grün. Gelb oder braun? Gelb sieht ja immer irgendwie ein bisschen bösartig aus, ne? Ist das hier ein anderes Braun? Ja, das ist ein anderes Braun, ne? Ja. Nee, also grün ist viel zu extrem. Blau. Blaue Augen, braune Augen. Goldene Augen. Ach Mann, das tut mir leid. Also jetzt müsst ihr da durch. Drehne will eine Katze, ich muss mich jetzt entscheiden. Verflixt aber auch. Wir nehmen die. Müssen wir daran jetzt noch irgendwas ändern? Eigentlich nicht, oder? Lass mal hier gucken, was haben wir denn hier? Schnauze ändern. Okay, entweder nach vorne oder eingedrückt. Wir könnten die ein bisschen reinschieben, ne? So vielleicht. Ja. Schnauze eng breit. Ja, mal gucken. Ach so. Ja, okay. Kann ein bisschen breiter sein. Ja, okay. Die Ohren. Groß oder klein? Nö, die Ohren. Ja, nee, das geht nicht. Und das sieht aus wie eine Fledermaus. Die Ohren sind total in Ordnung. Und dann kommen wir jetzt zum Schwanz. Zeig mal her, Kind. Wir machen dir auf jeden Fall... Ja, ja, hier. Buschiger Schwanz. Oh Gott, du niedlich. Ich glaube, du bist okay. Oder? Was man so sehen kann, ja. So, was haben wir denn? Oh, ein Halsband. Wir wählen ein Halsband. Was haben wir denn hier alles? Naja, okay. Ja, miau. Ich glaube, so groß sind die Unterschiede da ja jetzt auch nicht. Das sieht man im Spiel doch nachher sowieso nicht mehr. Nee. Zeig mal, was haben wir denn hier noch alles? Naja. Damit bin ich jetzt ein bisschen überfordert hier. Ja. Da sind Fischgräten drauf. Wie geil. Fischgräten. Okay, komm her. Wir nehmen das mit den Fischgräten. Das finde ich witzig. So, oh, Persönlichkeit. Die Augen sind ein bisschen groß. Kann man die kleiner machen? Augen. Ah, hier. Ein bisschen kleiner. Das ist zu klein, das ist zu groß. Stückchen nur, ha? Huh? Ich sehe da gar keinen Unterschied gerade. Kann man die weiter reinschieben hier? Okay. Oh, nee, so nicht. So vielleicht. Ja, vielleicht so. Wo waren wir hier? Persönlichkeit. Oh Gott, wie es guckt. Was möchten wir denn mal? Dumm, faul? Naja, mal gucken. Was haben wir denn hier? Schlau? Unabhängig? Penibel? Oh Gott, eine penible Katze. Faul, zutraulich, aggressiv? Schlampig? Also aggressiv möchte ich nicht. Ansonsten fände ich das von dem Löwen schon ganz gut. Was ist denn das? Ängstlich? Nee, keine ängstliche... Keine ängstliche Katze. Aggressiv finde ich jetzt auch nicht so toll. Ja, leg dich mal hin, hast du auch recht. Ich guck mal hier durch. Die ist schlau. Die hat Schiss. Ach nee, komm, kein Schisser. Schlau, faul.
Ich glaube, wir nehmen den Löwen. Und dann werden wir sie mal nicht aggressiv machen. Schlampig kann sie von mir aus bleiben. Da werden wir unseren Spaß mit haben wahrscheinlich. Ja, faul ist okay. Zutraulich ist es super. Okay, ja, ihr Lieben, dann geben wir ihr jetzt einen Namen. Und weil der Dreni unbedingt eine Katze haben wollte, werden wir sie auch so nennen. Und zwar Dr. Dre. Männlich ist richtig. Alles klar, Dr. Dre, hi. Ja, hi. Okay. Ja, ist okay. Alles klar. Tier annehmen, bitte. So, ach, Familiennamen noch eingeben. Dr. Dre van Blasen. Es tut mir leid. Aber ich meine, er gehört dann zur Familie. Ja, mein Lieber, das hast du dir jetzt selber eingebrockt. Du wolltest eine Katze haben, jetzt hast du sie. Jetzt heißt du halt von Blasen, da kann ich jetzt auch nichts für. So, genau, Familie von Blasen zieht jetzt ein. Ich hoffe, das geht jetzt irgendwie. Wo sind wir denn? Hier. So, mein Lieber, nicht meine Liebe. Oh Gott, jetzt mache ich schon ein Weibchen aus ihm. Möchtest du den Haushalt von Blasen und den Haushalt von Blasen zusammenführen? Ja, möchte ich gern. Oh Gott, das war ein Fehler. Ich weiß es genau, ey. Oh, guck mal, da ist er. Dr. Dre. Okay, todernst jetzt hier. Ich hoffe, das klappt alles, ey. Sonst schmeiß ich Dr. Dre wieder raus, ey. So, kurz Pause mal machen. Wo ist er denn? Ach, da draußen. Super, kommt der jetzt auch rein oder bleibt der hier vor der Tür? Oh, nee. Zeig mal. Nee, ich will nicht mehr. Okay, Dr. Dre, alles klar bei dir? Ups, weg ist er. Ach so denn. Komm, geh mal rein. Oh, um Gottes Willen. Ja, Kind, kannst du jetzt mal ein bisschen schneller essen? Ihr habt nämlich Zuwachs gerade bekommen. Ich hoffe. Ach, ich hoffe aufs Beste. Kommt der jetzt auch rein? Ah, der kommt rein. Ach, wie süß. Ach, hallo. Neuer Mitbewohner. Au! Nein, das ist nicht gut. Das werden wir hier gleich einstellen. Alter. Trini, machst du das zu Hause auch? Alles klar. Das geht nicht, das geht gar nicht. Da müssen wir gleich einschreiten. Alter, ich hab doch gesagt, du bist nicht aggressiv. Jetzt schimpft die Tante Paris mit dir. Ja, genau. Musst du lernen. Das geht nicht. Genau. Komm her. Dann machen wir jetzt mal hier. Oh, oh. Ich hab ein bisschen Panik gerade. Der schlägt dir doch gleich ins Gesicht, oder? Was ist denn das jetzt? In die Luft werfen? Oh, oh, oh. Der das so gut findet. Oh ja, der findet es gut. Ist ja toll. Hier, mach mal streicheln. Ja, fein. Genau. Dann geben wir ihm mal ein Leckerchen. Und dann gibt es noch einen Knuddeln hinterher. War das jetzt gerade... Oh, da ist die Niki wach. Guck mal, Niki. Ihr habt Zuwachs. Oh, Niki interessiert sich gerade mehr fürs Geld. Okay, kann sie ja machen. Ach, wie süß. Ich bin gut. Genau. So, und dann sei mal so gut, Paris, und füll doch mal hier den Napf auf. Nein, du bist nicht Paris, aber du kannst auch den Napf auffüllen. Genau. Und dann guck mal hier, mein Schatz, wir haben hier streicheln einen neuen Mitbewohner spielen. Können wir ja mal machen. Oh, Finger wackeln. Das kann sie doch gleich mal machen.
Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen hier. Oh. Mit Dre spielen. Dr. Dre findet einen Job im Showbusiness. Oh, jetzt erfüllen wir ihr aber hier gerade Wünsche. Aber holla die Waldgams. Oh Gott, ist das niedlich. Oh Gott, ist das niedlich. Wo ist der Finger? Ja, wo ist der Finger? Oh, gleich hat Niki nur noch 4 Finger in einer Hand. Ja, ich hab's dir doch gesagt. Nee, komm, jetzt hier, dann mach mal hier in die Luft werfen. Werft ihr den auch richtig? Oh Gott, wie der guckt, ey, der springt ihr doch gleich mit dem nackten Pelz ins Gesicht. Ja, fein! Okay. Was denn jetzt? Jetzt hat er irgendwie Pelz ausgekotzt, glaube ich gerade. Okay, so, wie machen wir das jetzt? Wie geht das denn jetzt hier mit ihm überhaupt?